Welchen Zauberspruch wollten Sirius und Lupin eigentlich verwenden, um Wurmschwanz zu erledigen? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew und den Moment, in der Gefangene von Azkaban als Wurmschwanz um sein Leben fürchtete. Während des Schuljahres 1993 bis 1994 plante Sirius Black, Peter Pettigrew zu töten, den Mann, der ihn reingelegt hatte, um den Tod von Harrys Eltern Lily und James Potter zu rächen. Peter Pettigrew war nämlich der Geheimnisträger, der Lord Voldemort den Aufenthaltsort des Potterhauses verraten hatte. Und es waren seine Handlungen, die zum Tod der beiden führten. Ursprünglich war Sirius Black als Geheimnisträger vorgesehen. Aber Sirius, der dachte, dass Voldemort es auf ihn abgesehen haben könnte, schlug vor, dass sie stattdessen Pettigrew wählen sollten. Der folgende Auszug aus Sirius spricht dies an. Lily und James haben dich nur zum Geheimnisträger gemacht, weil ich es vorgeschlagen habe. Ich dachte, es wäre der perfekte Plan. Voldemort würde sicher hinter mir her sein. Er würde niemals auf die Idee kommen, ein schwaches, talentloses Ding wie dich zu benutzen. Es muss der schönste Moment deines erbärmlichen Lebens gewesen sein, Voldemort zu sagen, dass du ihm die Potters ausliefern kannst. Nachdem er die Potters verraten hatte, verfolgte Sirius Peter, wurde aber schließlich für weitere Verbrechen von Peter verantwortlich gemacht und wurde von ihm erfolgreich reingelegt. Die Tatsache, dass Sirius Pettigrew als Geheimnisträger vorschlug, nur um dann von ihm verraten und für seine Verbrechen verantwortlich gemacht zu werden, zehrte an Sirius für die Dauer seiner Zeit in Azkaban. Das bedeutete, dass er jahrzehntelang Zeit hatte, seine Rache zu planen, und er fasste den Entschluss, Peter zu töten, sobald er aus Azkaban rauskommen würde. Während des Schuljahres 1993-1994 verfolgte Sirius Black genau dieses Ziel, um den Tod seiner Freunde zu rächen. Er entkam Azkaban und fand sich schließlich in der heulenden Hütte wieder, zusammen mit seinem Freund Remus Lupin, der in Hogwarts unterrichtete, und dem ehemaligen Rumtreiber Pettigrew in Rattenform. Das war die Gelegenheit für Sirius, Pettigrew endlich zu töten, und Remus, der zu diesem Zeitpunkt anwesend war, beschloss, dass er dabei sein wollte. Pettigrew sagte, »Du verstehst das nicht, er hätte mich umgebracht, Sirius.« Sirius sagte, »Dann hättest du sterben müssen, lieber sterben, als deine Freunde zu verraten, wie wir es für dich getan hätten.« Lupin sagte, »Du hättest erkennen müssen, dass wenn Voldemort dich nicht tötet, wir es tun würden. Auf Wiedersehen, Peter.« In diesem Moment richten die beiden ihre Zauberstäbe auf ihn. »Sollen wir ihn gemeinsam töten?« »Ja, ich denke schon«, sagte Lupin grimmig. Natürlich töten sie ihn am Ende nicht, sodass wir nicht sehen können, wie es gemacht wird. Aber ich frage mich eins, welchen Zauberspruch hätten sie genutzt? Die beiden wollten ihn gemeinsam töten und für Avada Kedavra braucht man sicherlich nicht zwei Leute. Wie hätten sie also vorgehen sollen? Ich glaube nicht, dass sie eine schnelle und einfache Lösung bevorzugt hätten, zumal Pettigrew ihnen auf so vielen Ebenen Unrecht getan hätte. Aus diesem Grund habe ich den Eindruck, dass sie Folter verwendet haben könnten. Ein Zauber, der dem Crucio ähnelt, mit dem Unterschied, dass das Opfer letztendlich stirbt. Das ist viel schlimmer als Avada Kedavra, aber es vermeidet den Status unverzeihlich. Ich glaube, dass Remus und Sirius nicht nur Pettigrews Tod hinauszögern wollten, sondern die Tat auch gemeinsam begehen wollten, um die Schuld zu teilen, falls sie erwischt werden würden. Zu diesem Zeitpunkt war Sirius ein Schuldiger, Pettigrew aber nicht. Wenn das Ministerium also feststellte, dass Pettigrew tatsächlich kein Todesser war, dann wären sie für den Tod verantwortlich gewesen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.